Hi Frank Tausch hier, Filmkritik TV. Diesmal geht es um Brautalarm, in dem Kristen Wiig ein einziges Dilemma ist, ohne Job, ohne Geld, ohne Mann und bald auch ohne Wohnung, als ihre beste Freundin sie bittet, ihre Brautjungfer zu werden. Wie soll sie das nur halbwegs stilvoll hinkriegen? Aber die wichtigere Frage ist, kann eine Truppe Frauen genauso ein lustiges Kinoerlebnis wie eine Truppe Männer bieten? Das erfährst du jetzt. Wirst du meine Trauzeugin? Natürlich. Was muss ich da machen? Du planst den Junggesellinnenabschied. Ja. Und die Brautparty und... Oh mein Gott. Los, begrüßen wir die anderen Brautjungfern. Du erinnerst dich sicher noch an meine Cousine Rita. Sie haben gerade ein neues Haus gekauft. Es ist großartig. Das kann ich nicht beurteilen. Ich sehe nur die Küche und die Wäschekammer und die Decke im Schlafzimmer und manchmal auch den Fußboden. Das ist Backup. Und das ist dein Mann. Nein, den Mann kenne ich nicht. Ich bin Single. Oh, Entschuldigung. Das Single-Dasein war so frustrierend. Was? Aber ich komme ganz prima allein zurecht. Oh, Backup. Das ist Dougies Schwester, Megan. Und du bist bestimmt Annies Freund. Nein, wir sind kein Paar. Ich bin froh, dass er Single ist, denn ich werde ihn besteigen wie einen Gipfel. Jetzt werde ich dir Helen vorstellen. Du bist so hübsch. Du bist ja süß. Kommst du direkt von der Arbeit? Wir haben bereits in Paul und anderen Filmen gesehen, dass Kristen Wiig Leute zum Lachen bringen kann. In ihrer ersten Hauptrolle beweist sie aber auch, dass sie das Zeug zum Comedy-Filmstar hat. Und das Drehbuch hat sie gemeinsam mit einer anderen Autorin auch gleich mitgeliefert. Rose Byrne zeigt nach Männertrip, X-Men und Insidious schon wieder eine völlig neue Seite von sich als immer hübsche und perfekte Brautjungfer. John Hamm gibt ein klasse Arschloch ab und es gibt natürlich auch den guten Typen mit einer Menge Potenzial. Der Kracher ist aber definitiv Melissa McCarthy als etwas unpolierte, sexhungrige Speckrolle. Etwas, was mich überrascht hat, ist, dass der Film über 32 Millionen Dollar gekostet hat, weil wir hier nicht sehen, wofür das Geld ausgegeben wurde. Aber er ist frisch, versaut und sehr gut geschrieben mit authentischen Figuren, die du so oder ähnlich auf jeder Hochzeit siehst. Brautalarm ist der große Überraschungshit des Sommers und hat in den USA mehr als Sex in the City und sogar wesentlich mehr als der nahezu unerträgliche Sex in the City 2 eingespielt, weshalb fieberhaft die Vorbereitungen in allen großen Hollywood-Studios für Abklatschfilme laufen. Und auch wenn es hier noch kein grünes Licht gibt, wird Universal langfristig hier sicher eine Fortsetzung wollen. Manche nennen dies den weiblichen Hangover und es gibt auch ein paar Parallelen. Leider ist Brautalarm aber viel zu lang für eine Komödie und sackt gegen Ende auch etwas ab. Aber wenn es witzig ist, ist es zum Brüllen und es hat all die Lacher, die Sex in the City 2 gern gehabt hätte. Ein Highlight ist, als Wiig verzweifelt versucht, die Aufmerksamkeit eines Polizisten zu erlangen, der total genervt von ihr ist. Wenn du ein Mann bist, denke bitte nicht, dass dies ein reiner Frauenfilm ist. Dir wird nämlich eine gute Komödie entgehen. Das wird eine echt coole Hochzeit und ich habe ein paar geile Bitches an meiner Seite. Wir stürzen ab! Oh, yeah. Du wirst diesen großen Schritt wagen und ich werde an deiner Seite sein. Lilly, sei vorsichtig! Es tut mir so leid. Komm doch mit mir zu Liliens Hochzeit. Nein. Der Streifen ist ab 12 freigegeben und startet in Deutschland und der Schweiz am 21. Juli, in Österreich am 22. Juli. Ich gebe Brautalarm ein B+. Lass mich deine Gedanken über den Film wissen. Und wenn es wahrscheinlich auch mehr Sinn macht, das zu beantworten, nachdem du den Film gesehen hast, frage ich doch schon mal, Sex in the City oder Brautalarm? Und wie immer natürlich, viel Spaß im Kino.